Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, wir haben, ich weiß nicht, warum die jetzt die ganze Zeit zu Boden guckt, wir haben in der letzten Folge schon diesen Bug gehabt und leider ist er auch nicht weggegangen. Es steht, wie ich ja schon mal gezeigt hatte, es steht hier eindeutig drin, du hast die Minen von den Riesen befreit, kehr nach Ulda zurück und berichte bemalter Berg von deinem Abenteuer in der Schlacht. Kann ich nicht machen. Ich kann nur eine Instanz hier nochmal anfangen, nämlich die, die ich schon gemacht habe. Das werde ich jetzt hiermit auch tun. Und ja, das werde ich euch natürlich ersparen, weil es natürlich Blödsinn wäre, wenn wir das doppelt machen würden. Okay. Das ist jetzt seltsam. Ah, die Befreierin der Kupferglockenmine ist zurückgekehrt. Dank dir können wir den Bergbau in der Mine wieder aufnehmen und Uldal die nötigen Rohstoffe für den Wiederaufbau liefern. Das gesamte Sultanat steht in deiner Schuld. Ich werde Papascha die frohe Botschaft persönlich überbringen. Bitte sei du so gut und gehe zu Momodi. Sie wird froh sein, dich lebend wiederzusehen und deinen Bericht aus erster Hand zu erfahren. Was war das? Du dreckige Diebin, du hast Essen von mir gestohlen. Nein, halt's Maul, wage es nicht zu leugnen. Bitte, Herr, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe das Fleisch aus eigener Tasche bezahlt, ich schwöre es. Du dreister Wurm, wagst es dich auch noch, mich anzulügen. Flüchtlinge wie du können sich noch nicht einmal vergammeltes Mullfleisch leisten und schon gar kein Dido-Filet. Dodo. Ich warne dich ein letztes Mal. Rück sofort das Diebesgut raus, sonst werde ich dir das Fell über die Ohren ziehen. Oder du musst deine Schuld auf eine andere Art und Weise begleichen. Wenn du mir zu Diensten bist, vergesse ich vielleicht dein schändliches Verbrechen. Ich bin ja schließlich kein Scheusal. Oh Gott, der Link hat Corona. Nein, ich bin unschuldig. Hilfe! Bitte, Abenteurerin, ich flehe dich an. Rette mich vor diesen Unhold. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter, dass ich nichts gestohlen habe. Ich habe lange auf das Fleisch gespart, um meinen Kindern einmal ein anständiges Essen zu bieten. Na kommt schon, ihr Flaschen. Misch dich gefälligst nicht ein, klar? Oder steckst du etwa mit dieser diebischen Hexe unter einer Decke? Langsam verliere ich die Geduld. Los, Männer, erteilt dem Packer eine ordentliche Tracht Prügel. Oh.
ganzer Zaumatur. Mir reicht's. Ich mach die Biege. Hey, hey, was fällt euch ein? Kommt gefälligst sofort zurück. Danke, meine Retterin. Tausend Dank. Die Flut an Flüchtlingen reißt einfach nicht ab. Ja, sie alle haben durch die Katastrophe ihre Heimat verloren. Schrecklich, wie viele es sind. Aber seit der Katastrophe sind bereits 5 Jahre vergangen. Warum bessert sich die Lage nicht? Tja, damals wurden riesige Landstriche verwüstet und ganze Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Vielerorts war die Bevölkerung jeglicher Lebensgrundlage beraubt. Bis heute sind viele Böden unfruchtbar, was zu Hungersnöten geführt hat. Da blieb selbst den Hartgesottesten keine Wahl, außer ihre Heimat zu verlassen. Und nun suchen sie Zuflucht in den Städten und erhoffen sich einen Neuanfang. Ist die Situation nur in Ulda so schlimm oder spielt sich in den anderen Stadtstaaten das Gleiche ab? Den Gerüchten nach spielen sich überall dieselben Dramen ab. Wobei bestimmt die meisten Flüchtlinge nach Ulda kommen, weil die Stadt als wohlhabend gilt. Die Armee folgen dem Lockruf des Geldes. Die können einem wirklich leid tun. Ich wünsche ihnen von Herzen einen guten Neuanfang. Ich hoffe nur, dass sie unsere friedliche Stadt nicht ins absolute Chaos stürzen. Ja, die Messingklingen werden die Lage schon unter Kontrolle halten. Und zur Not kann immer noch die Legion der Unsterblichen eingreifen. Hat die staatliche Gesellschaft nicht Wichtigeres zu tun? Klar, aber ihr wird womöglich keine Wahl bleiben. Armut und Verzweiflung werden die Flüchtlinge zum Äußeren treiben. Diebstähle sind noch relativ harmlos. Aber wenn sich die Situation nicht bessert, kann es schnell zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen. In Ulda dreht sich nun mal alles ums Gold und Gil. Wer nichts hat, ist auch nichts wert. Ach, wie soll das nur alles enden? Hoffen wir das Beste. Einige Flüchtlinge sind durchaus in der Lage, eine ordentliche Arbeit zu finden und ein anständiges Leben zu führen. Dodo-Filet! Herrlich zartes Dodo-Filet! Garantiert frisch! Vielen Dank, werte Dame. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass sich Ulda auf einem guten Weg befindet. Aber es gibt auch Schattenseiten. Alles in Ordnung? Willst du etwa an einen wehrlosen Händler vergreifen? Was? Du willst gesehen haben, wie sie das Fleisch gekauft hat? Das ist doch lächerlich. Mitnichten, ich habe es auch gesehen. Lass die arme Frau in Ruhe, du gieriger Halsabschneider. Wer wagt es? Nein, links stand sie gerade. Genau, stopp, da, weiter rechts, hinter dem Ding. Nun gut, ich werde gnädig über diese Unverfrorenheit hinwegsehen. Doch nur dieses eine Mal. Gesegnet seist du, meine Retterin. Wer weiß, was mir dieser Widerling angetan hätte, wenn du mir nicht geholfen hättest.
Welch selbstlose Tat. Wunderst du dich, mich hier anzutreffen? Ich muss gestehen, dass ich dich beobachtet habe, seit du Limsa Luminsa verlassen hast. Oh nein, sie hat gesehen, wie ich mich zweimal verfahren habe. Als persönliche Abgesandte des Admirals hast du gute Arbeit geleistet. In Angesicht großer Gefahren hast du Geschick und Heldenmut bewiesen. Den Schwachen und Gepeinigten hast du ohne zu zögern geholfen, ohne dafür eine Entlohnung zu erwarten. Nach allem, was ich von dir gesehen habe und über dich gehört habe, bin ich absolut von deinen Qualitäten als Abenteurerin überzeugt. Vorhin wurdest du von der Situation vielleicht etwas überrumpelt, aber dennoch ist sie dank dir gut ausgegangen. Das spricht sowohl für dein Glück als auch für dein Talent. Und noch eins. Vorhin hattest du eine Vision, nicht wahr? Fragst du dich, wie es dazu kam? Nun, du besitzt eine besondere Gabe. Und ich kann dir helfen, sie zu verstehen. Ich kenne jemanden, der über dieselbe Gabe verfügt. Es ist eine gute Freundin, die ich dir gerne vorstellen möchte. Sie und ich kämpfen für eine gemeinsame Sache, für die wir dich gewinnen möchten. Wenn du dich darauf einlässt, werden wir dich bei deinen weiteren Abenteuern nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Denk darüber nach, aber nicht zu lange. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann sprich mit Momodi im Treibsand. Sie ist eingeweiht und kann dir sagen, wo du uns findest. Unsere Organisation heißt übrigens der Bund der Morgenröte. Und unsere Zielsetzung ist nichts weniger als die Rettung alles Guten dieser Welt. Ja... Das war jetzt überhaupt nicht das, was ich jetzt erwartet hätte, muss ich gestehen. Ich habe jetzt gedacht, da der gesagt hat, dass ich ja wieder in die Instanz rein soll, zieht der mich jetzt wieder ja in die Instanz rein und ich soll nochmal kämpfen. Aber es ist ja doch noch alles gut ausgegangen, zumindest etwas. Du liebes Lieschen, da hat wohl mal wieder jemand das gesunde Verhältnis von haben und soll nicht verstanden. Dass du nämlich besser immer was in der Tasche haben sollst. Merk dir das, wenn du es in Ulda zu was bringen willst. Wenn es um Wucher und Halsabschneiderei geht, kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden. Ich bin nämlich Spezialistin auf dem Gebiet. Der Präventation solch unlauterer Geschäftspraktiken natürlich. Und bei Liebeskummer leihe ich dir auch keine an Ohr. Schließlich gibt's keine Beziehung, die Gil noch nicht gekittet hätte. Zumindest für eine Weile. Hehe. Irgendwie kommt mir doch dieser ganze Spruch bekannt vor. Ah, Gameplayerin, stehst du schon länger da? Ich war gerade mit diesem Neuankömmling beschäftigt. Verzeih mir, falls du warten musstest. Du siehst aus. Man könnte glatt meinen, du kämst frisch aus dem Urlaub und nicht aus dem Kampf gegen fürchterliche Riesen. Miyun hat nicht allzu viel versprochen. Du bist eine echte Heldin. Papaschan wird sich ebenfalls über die gute Nachricht freuen. Ach ja, eine Druidin wartet auf dich. Sie möchte unbedingt mit dir reden. Danke, dass du mir deine kostbare Zeit opferst. Ich heiße Edda und ich möchte gerne ein paar Worte an dich richten. Ich war Mitglied einer Abenteurergruppe, zugegeben mit wenig Erfahrung, doch hehren Zielen. Wir hatten uns so viel vorgenommen, aber dann hat es unseren Anführer in Cridania erwischt. Avea ist tot. Avea und ich wollten im Frühling heiraten. Als er noch lebte, hat er einst mit dir gesprochen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst. Die Begegnung mit dir hatte ihn tief beeindruckt und danach hat er beständig davon geschwärmt, was für eine tolle Abenteurerin du bist. Ich kann mich jetzt gerade wirklich nicht dran erinnern, aber ich weiß ja auch nicht, wie er aussieht. Er wollte dir nacheifern, doch dann starb er und ließ mich alleine zurück. Danach war ich so verzweifelt, dass ich das Abenteuerleben aufgeben wollte. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Bewunderung empfand ich für dich, für deine Taten und deine Persönlichkeit. Das brachte mich dazu, meinen Entschluss zu überdenken. Ich werde in mein Heimatdorf zurückgehen, um dort Tag und Nacht zu trainieren, bis ich eines Tages so stark und geschickt bin wie du. Ach, musst du nur bis Level 21 trainieren, dann passt das. Doch vorher wollte ich mich noch einmal sehen,
und dich nach deinem Namen fragen, würdest du ihn mir verraten? Ich bin Gameplayerin. Gameplayerin, ich werde deinen Namen für immer in Ehren halten. Danke, Gameplayerin. Ich bete dafür, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Lebe wohl. Ehrlich gesagt wollte ich anfangs gar nichts mit euch Abenteurern zu tun haben. Ich dachte, ihr werdet alle grob, dumm und unhöflich. Zum Glück habe ich die Führung der Abenteuergilde trotzdem übernommen, denn mittlerweile fühle ich mich geehrt, an euren Abenteuern Anteil nehmen zu können. Besonders glücklich bin ich darüber, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Gameplayerin. Du interessierst dich für den Bund der Morgenröte? Dann haben sie sich dir also offenbart. Wenn du ihr Angebot in Betracht ziehst, dann werde ich dir verraten, wo du die Mitglieder des Bundes treffen kannst. Okay. Krieger brauchen wir nicht. Alle können wir gut gebrauchen. Nehmen wir mal mit. Oh, Mist. Die Folgen der siebten Katastrophe sind noch überall zu spüren. Ärger ist an der Tagesordnung. Da können wir jemanden wie dich gut gebrauchen. Ja, geht's auch weiter? Möchte dir etwas über den Bund der Morgenröte erzählen? Du möchtest mehr über den Bund der Morgenröte wissen, hm? Sehr schön, das zeigt mal wieder, dass du eine richtige Abenteurerin bist. Neugierig und mit Gespür für alles Spannende. Sei ganz beruhigt, die Mitglieder des Bundes sind sehr gute Leute. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Eocera von den Problemen zu befreien, die so dringend auf eine Lösung warten. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe und sie suchen immer nach fähigen Mitstreitern. Sie haben mich ausdrücklich gebeten, gute Kämpfer zu ihnen zu schicken, wenn mir welche begegnen. Und du bist genauso eine. Ich werde dir sagen, wo sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben, aber bitte behalte den Ort für dich. Es liegt in der Bucht des Abendsterns in West-Tanalan. Sieh dich dort um und wenn du den Eingang gefunden hast, biete einfach deine Dienste an. West-Tanalan, okay. Du bist eine Frau mit Köpfchen und Talent und solltest deine Fähigkeiten dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Ich hoffe natürlich, dass du mich darüber nicht vollständig vergisst. Schau doch mal ab und zu vorbei und erzähl mir, wie es dir in der Zwischenzeit ergangen ist. Okay. Ja, dann weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Und ich würde mal mit einem Blick auf die Uhr eigentlich sagen, dass wir dann hier auch einen kleinen Cut machen. Und ja, wenn wir dann beim Bund der Morgenröte angekommen sind, dann werde ich euch in der nächsten Folge allerdings erst wieder hinzuschalten. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil die Geschichte doch sehr interessant gerade wieder wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao!